diesem Video lasse ich mich im Rollstuhl ganz ausziehen. Wenn ich unterwegs bin und es draußen kühler ist, habe ich eine Jacke an. Beim Ausziehen der Oberteile wird immer mit dem linken Arm angefangen, also auch bei der Jacke. Da ich mich mit einem Oberteil einfacher in meinem Rollstuhl hochdrücken kann, lasse ich mir erst meine Hose und Strumpfhose ausziehen. Die Hose wird mir, während ich mich hochdrücke, von meinem Po heruntergezogen. Wenn ich wieder sitze, ziehen sie mir meine fremden Hände ganz aus. Oft kann ich mich wegen der Spastik nicht gleich wieder setzen. Es dauert einige Sekunden, bis mein Beweger die Fäden loslässt. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem anderen Video. In diesem erzähle ich in einem Vortrag über mein Leben mit dem Beweger der infantilen Zerebralparese. Ich habe immer eine Strumpfhose an, auch im Hochsommer. Meine Strumpfhose wird mir wie die Hose ausgezogen. Ich trage immer eine Einlage unter der Strumpfhose. Diese schützt meine Kleidung, falls was daneben geht. Einlagen sind für mich bequemer und praktischer als Unterhosen. Unter den Strumpfhosen habe ich immer Strümpfe an. So bekommen sie keine Löcher an den Zehen und meine Füße haben es wärmer. Das Oberteil wird mir erst am Rücken hochgezogen, damit meine Assistenten es einfacher über den linken Ellenbogen ziehen können. Wenn der linke Arm aus dem Oberteil gezogen wurde, folgt der Kopf. Danach wird es vom rechten Arm gezogen. So. Okay. Gut. Zum Schluss werden mir meine Strümpfe ausgezogen. Aber ah, warte, ich